Heute geht es mal wieder weiter an unserer Großbaustelle bzw. Langzeitbaustelle. Marius Golf 2 VR6 Toro. Weil ich denke, sie wird nie enden. Aber ganz viele von euch sagen ja auch immer, ob das Ding irgendwann mal fahren wird. Mit Sicherheit wird das Ding irgendwann mal fahren. Aber Punkt 1 ist, aktuell gibt es eh keine Events in Deutschland. Ne? Somit, wie jeder unschwer erkennen kann, ist das kein Auto mehr für die Straße, sondern nur für Events. Und ohne Events, ja, was soll man sonst machen so ungefähr? Genau. Also aktuell liegt mein Fokus eigentlich nur auf einem Prüfstandswert und dann werden wir warten müssen, bis wir fahren und können. Da kommt nämlich auch die ganze Motivation her, an dem Ding immer weiter zu schrauben, weil wir machen das halt schon, weil es uns einfach Spaß macht am Schrauben, ne? In gewisser Weise. Es gibt natürlich manche Sachen, die machen keinen Spaß, aber das sind ja schon noch Sachen, ich weiß noch so mit Wasserpumpe und mit diesem Träger unten, da träumst du ja schon von, seit Jahren von. Weil es mich immer genervt hat, ja. So, und ja, jetzt hatte man halt das Quäntchen eines Grundes, das anzugehen. Genau. Also es sind immer so 70% Eigenwille und 30% setzt du dann noch einen Furz ins Hirn. So, und zack, ist das Ganze wieder umgebaut. So, okay. Ich denke mal, dieses Video wird sich jetzt auf jeden Fall über ein paar Tage ziehen, weil wir wollen das ja schon ein bisschen begleiten, wie Marius hier wieder alles umbaut. Das sieht allerdings eigentlich schon recht fortgeschritten aus. Ja, die Komponenten, die wir brauchen, die hängen soweit. Verbunden ist leider noch nichts. Das wird auch so das Schlimmste, glaube ich. Was hast du jetzt als allererstes gemacht? Ja, also original ist hier ja so ein Blechformträger drin, der jetzt halt gestört hat mit so einem Tonnenlager. Ich kann das einmal kurz holen. Der sitzt ungefähr hier, sieht man, wo er es abgeschnitten hat. Von hier nach hier. So sitzt das da original drin. Mhm. Stört halt bei allem, was man kühlermäßig so plant, leider. Mhm. Ja, hab mich da so ein bisschen inspirieren lassen, auch von anderen Leuten, die sowas in der Form schon gemacht haben. Das ist jetzt hier noch nicht final. Das hängt so erstmal, das bleibt auch so. Wir werden das aber schon noch mal abstützen, noch ein Knotenblech und so weiter. Das ist jetzt hier noch nicht die, ich will auch noch einen Flachstahl hochkant drunter machen. Das ist jetzt noch nicht die 100% Variante. Mhm. Aber so, dass ich erstmal bauen kann, dass ich Maße habe. Ja, Hauptgrund dafür war eigentlich, dass der Wasserkühler später hier relativ dicht vorsetzen wird. Okay, das heißt, abgeschnitten, Aufnahmen original gelassen. Genau, weil da auch noch Gummilager drin sind. Genau, deswegen hier jetzt starr verschraubt. Hier kommt kein Lager und nichts zwischen, genau. Weil hier außen noch zwei originale Gummilager drin sind und die sind schon recht weich noch, ne? Ja. Das wird schon noch ein bisschen arbeiten, das Ganze. Hast jetzt locker hier 5 bis 10 cm gewonnen. Zum Netz. Der Lüftermotor allerdings schon wieder ist hier sportlich relativ dicht dran, weil es einen relativ großen Lüfter hat. Genau, das wird auch ein männlicher Lüfter dann am Ende, ne? Ja. So, okay, da unten soll die Pumpe hin? Ja, viele Möglichkeiten hatte ich jetzt nicht mehr. Also, mir wurde zugetragen, dass sie an der tiefsten Stelle sitzen sollte. Das, denke ich, haben wir da so erreicht. Und ja, können hier im Prinzip direkt aus dem Wasserkühler dann ansaugen. Das, der wird dann hier so enden, der Kasten so gestaltet, dass sie daraus ansaugt. Genau, der Kühler saß und sitzt ja wirklich hier drunter. Ja. Und auch fast bis hier ran, ne? Relativ sportlich. Mhm. Ja. Gab noch Überlegungen und Ideen mit einer kleineren Lichtmaschine. Das hat Herr Kess aber nicht unterstützt, deswegen. Ja, man darf nicht vergessen, viele, du kannst so ein Auto nicht vergleichen mit einem Bergkapp-Auto oder so, ne? Mhm. Weil unter Volllast zwei 0,44er Pumpen, jeweils 15 Ampere, sind schon mal 30 Ampere. So, die Wasserpumpe wird jetzt, wenn sie auf 100% läuft, nochmal 30 Ampere ziehen, bist schon bei 60 Ampere. Wassermethanolpumpe nochmal 10 Ampere. Servolenkung kann man theoretisch ausmachen. Falls sie doch laufen würde, ziehst du da nochmal ein paar Ampere. Mhm. Und dann kommt noch Faktor Zündung. Und viele unterschätzen, was unter Volllast, wenn du die Spulen wirklich vom Ladestrom her aufs Maximum machst, was dann zusätzlich auch nochmal durchgehst, weil du erinnerst dich ja, was wir für eine Sicherung zu den Spulen gemacht haben. Ja. Ne? So, und dann bist du ratzfatz bei einem Wert auf jeden Fall von 100 Ampere. Und wenn ihr euch diese kleine Batterie anguckt, ist da nicht viel Reserve, um das auszugleichen. Das heißt, man sollte schon die Lichtmaschine ungefähr so groß wählen, wie die Verbraucher am Ende sind. Ne? Da es bislang funktioniert hat, lassen wir es jetzt auch einfach. Genau, Lüfter kommt auch dazu. Ja. Und das ist halt dann am Ende schon ein bisschen was. Ich habe dann da jetzt auch wenig Lust, dann irgendwie wieder Zündaussetzer zu suchen. Nee, irgendwie sowas. Also ich würde es auch auf gar keinen Fall. Ich würde es sogar eher sogar noch größer machen. Mich hat es halt nur gewichtstechnisch gereizt oder halt bauraumtechnisch. Ne? Aber ja, wir ja, lassen aber das so erstmal. Realistisch, die ist ja dann nicht so. Ne? Nee, die ist, das sind. Da gewinnst du nach hinten vielleicht eine Daumenbreite. Ja. Und, ne? Nee, vielleicht also Lichtmaschine, 100 oder 200 Gramm. Lichtmaschine, meine Erfahrung, Limo zum Beispiel, 120 Ampere nicht gereicht. Okay, da hatte ich auch 4 Benzinpumpen drin. Sogar vergrößert 150 Ampere. Und selbst da ist es noch so, dass unter Volllastspannung bis auf 13 Volt runtergeht. Ne? Also lassen wir es so. Genau, das würde ich definitiv so wissen. Genau, das war das zur Pumpe. Dann das Druckrohr in den Block.
Das ist jetzt so erstmal mit Kreppband geheftet. Das werde ich auch noch einmal abstützen, weil das wird nicht gehalten im Motor. Das steckt da nur so drin, wird eigentlich durchs Thermostatgehäuse gehalten. Kommen wir gleich noch zu. Das heißt, da einfach nochmal irgendwo eine Schraube mit durch, die eh da ist. Mhm. Ja, der Original Wasserkühler oder also Wärmetauscher. Ölwasserkühler, wie man es nennen mag, der wird dann wegfallen und da müssen dann auch noch Ölkühlerüberlegungen her. Extern. Theoretisch könnte das natürlich so drin bleiben und du würdest auch da genauso mit dem kalten Wasser von hier einfach reingehen und von da wieder in Block zum Beispiel. Kann man machen. Je nachdem, ich denke mal, je nachdem, wie motiviert Marius ist, wenn hier erstmal der Kühler und so vor fertig ist. Ne? Ob weil er noch einen Ölkühler einbaut. Genau, weil theoretisch kannst du ohne Probleme jetzt einfach aus dem Rohr in den Tauscher und vom Tauscher in den Block rein. Ne? Das würde theoretisch. Also, ich weiß, dass wir für die Events tendenziell eher weniger brauchen. Ja. Aber die Prüfstandsläufe werden mit Sicherheit relativ intensiv. Deswegen glaube ich, denke ich, werde ich es gleich mitmachen. Mhm. Okay, also Kreislauf ist am Ende, jetzt nochmal grob, die Pumpe saugt aus dem Kühler, geht durch den Block, durch den Kopf, kommt hinten und seitlich aus dem Kopf raus, geht zum Wasserkühler, strömt durch den Kühler und geht kalt für die Pumpe. Genau. Das ist halt alles beim V6 leider in Kunststoff gestaltet, sowohl dieses Wasserrohr, was hier eigentlich sitzt, als auch das Thermostatgehäuse. Mhm. Da ich jetzt einmal alles schweißen wollte und schrauben wollte, hat mir der Filter, vielen Dank nochmal. Den kennt er ja schon aus der Holzplatte, wo viele noch gesagt haben, dass er das Holz eigentlich viel, viel schneller runterschrubben könnte. Der hat mir Gott sei Dank da diese Flanschanbindung gemacht, die sitzt am Zylinderkopf. So sitzt das da dran, hier ist so die Steuerkette. Mhm. Und kann man da mal so reinfilmen. Genau. Das Ding ist jetzt natürlich perfekt geeignet, da kannst du jetzt natürlich Anschlüsse dran machen, bis er genau, den hat er mir einfach so hohl gefräst, weil ich selber noch nicht genau so wusste. Jetzt noch die alte Dichtung jetzt drin, die muss ich nochmal rausnehmen. Weil ich selber jetzt noch nicht wusste, was wir so für Druck, Temperatur, Ideen haben und so weiter, haben wir das erstmal jetzt so relativ universell gehalten. Mhm. Aber auf jeden Fall ein Fetter, der jetzt im Kühler geht. Genau. Okay. Ja, und das ist jetzt eigentlich erstmal so die Basis. Wasserkühler? Ja, einen bei dir aus dem Lager genommen, ich habe mir jetzt leider gerade eingekriegt. Einen guten Opel-Kühler, was genau. Ja einige gefeiert haben oder Kalibra, erkannt haben, dass es ein Calibra-Kühler ist. Calibra Toro haben sie, glaube ich, kommentiert, also genau. Es aber gibt jetzt leider einen Calibra-Kühler weniger bei uns im Lager. Die Kästen waren halt leider ganz falsch für mich, also der wird hier später dann relativ schnittig so vorsitzen. Mhm. Und ist natürlich von der Position her eigentlich wirklich so optimal, weil du kommst halt wirklich unten genau in den Kühler rein, ne? Sowohl von der Höhe her, als auch vom Versatz her und so weiter. Ne? Genau. Und das gefällt uns jetzt ja auch besser oder dir, dass wir halt hier rausgehen und hier reingehen. Genau, das einmal quer durch den Kühler, ne? Komplett durchströmt ist. So, genau. Und dann kommt ja auch noch dieser XXL-Lüfter, ne? Genau. Das wird natürlich der wird da relativ dicht so am Motorhalter sitzen, genau, so ungefähr. Bisschen weiter drüben noch. Und dann, das passt alles haarscharf. Es kann leider sein, dass diesen Anschluss an der Brücke einmal ändern muss. Kannst du nochmal zeigen? Aber der ist für Unterdruck Bremskraftverstärker. Aber dann ist es hoffentlich auch dann jetzt so, dass es so bleiben kann. Wenn ich mir jetzt aber gerade dieses Ding nochmal angucke, ne? Dann kann ich das vollkommen verstehen, dass man das endlich raushaben will und am Ende nur eins im Flansch hat. Ja, vor allem jeder, der irgendwie schon mal was mit V6 zu tun hatte, weiß, dass es immer ein Krampf ist, das Ding dicht zu kriegen. Und ich bin wirklich nicht. Jetzt gibt es ja einige, die sagen, wir sollten das mit der Wasserpumpe auch mit Thermostat fahren. Hier ist das Thermostat drin, zum Warmlaufen lassen. Mhm. Wir hatten es aber ursprünglich mal zusammengebaut ohne Thermostat, weil du unbedingt ohne fahren wolltest. Das heißt, wir wissen schon, wie der Motor warm wird ohne Thermostat. Mhm. Das heißt, wir können auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, das reicht. Jetzt kann man die Pumpe noch dazu steuern, genau. Man braucht kein Thermostat. Ne? Genau. Gibt ja irgendwie von BMW noch elektrische oder so, wurde mir auch zugetragen. Werden wir aber erstmal definitiv ohne testen. Aber ich sage, dieser niedrig verdichtete VR wird so schnell heiß. Das wäre schön, wenn er nicht heiß wird. Genau. Dann fahre ich halt mit 80 Grad rum. Das wäre schön, aber es wird nicht kommen. Ja, so ist jetzt im Prinzip der Stand. Da ist es ja auch, muss man jetzt auch mal so sagen, für diejenigen, die schon mal Events gefahren sind, die kennen das. Die Chance, dass so ein Auto mal 90 Grad Wasser hat am Start, ist eh relativ unwahrscheinlich. So. Ja, man gibt es ja eigentlich immer Mühe, ihn möglichst kalt zu lassen. So, weil morgens der erste Lauf, natürlich kannst du ein Auto warm laufen lassen und, aber man kann nie abschätzen, wie lange du in der Schlange stehst, bis du endlich drankommst. Ne? Manchmal ist es so, dass du halt direkt drankommst und mit 60 oder 70 Grad Wasser fährst. Ich sage, einer von 100 wird in dem Moment keinen Gas geben und sagen, mein Auto ist noch nicht warm. Ne? Die anderen 99 sagen, scheiß drauf, gib ihm.
Jeder, der das einmal gefahren hat, wird es verstehen. So, und selbst Björn sagte aber auch, so ein Motor stirbt auf jeden Fall erst vor zu viel Leistung und Verschleiß, als durch Verschleiß, weil er noch kalt ist. Ne? Mhm. Deswegen, es ist halt einfach kein Motor für die Ewigkeit. Genau. Okay, so, das heißt... In dem Betrieb jetzt nicht, dass morgen alle sofort Gas geben und rumbrettern. Du meinst, im Rennbetrieb ist es kein Problem. Im Alltag natürlich nicht. Ja, nee, bei diesen, ich sag jetzt mal, hochgezüchteten Motoren. Okay. So, ne? Wenn man hier von 3-Bar-Ladung spricht und so weiter, das ist alles schlimmer, als wenn das Auto halt bei 60 Grad Wasser direkt auf die Fresse bekommt, so ungefähr. Mhm. Ne? Deswegen. Okay. Gibt auch einige fahren ohne Kühlwasser. Es gibt auch Leute, die schieben es vom Trailer an Start und starten da das erste Mal. Okay. Also, aber nee, also privat fahre ich das Auto auch immer warm, aber dieses Auto ist halt dann immer so, je nach Eventverlauf. Auf jeden Fall sehr komplexe Sache. Erstmal, das waren jetzt ein paar Worte zum generellen Aufbau. Jetzt gibt es auf jeden Fall die ganzen Details. Das heißt, ihr werdet jetzt wahrscheinlich als erstes das schweißen, Kühler befassen. Genau. Und ganz am Ende dann Leitung, Strom und so weiter. Ne? Genau. Da musst du dann nochmal, du hast ja schon unheimlich Skizzen gemacht, wie, was, wo. Da gehen wir am Ende auch rein. Ich finde es mega interessant. Ich bin ja auch gerne so ein Spielkind und ich freue mich auf jeden Fall drauf zu testen, wie sich verschiedene Strömungsverhalten von der Pumpe auswirken. Ich weiß. So, heißt sowohl, es geht schon los. Wir werden auf jeden Fall einmal testen, Pumpe 100% Kaltstart warm laufen lassen und Pumpe einfach mal aus, ob das wirklich einen Unterschied macht oder ob es am Ende nicht scheißegal ist, ne? Weil das Wasser in dem Moment eh kaum Wärme aufnimmt und abgibt, sondern erstmal alles warm werden muss, damit dann noch das Wasser warm wird. So, ne? Wobei ich habe mit so ein paar Driftjungs Kontakt gehabt und die haben gesagt, wenn die Pumpe 100% läuft, testet das auf jeden Fall nicht in der Garage, weil die haben wohl direkt geduscht. Also da kommt dann wohl schon, ja, ich habe leider gerade keine Literzahl im Kopf, CWA 400 heißt die Pumpe übrigens, aber die kann schon ganz gut was. Aber jeder, der elektrisch ein bisschen fit ist, die zieht unter Volllast 36 Ampere. Mhm. Und 36 Ampere für eine Wasserpumpe, nicht für einen Anlasser, ist schon gut Bums hinter. Ne? Wir gucken mal. Das kann schon was. Ja, so genug gequatscht. Später. Es ging weiter am Wasserkreislauf vom VR6 Turbo. Marius war ein bisschen fleißig. Watson hat schon wieder ein bisschen gemeldet. Nein, so, ich wollte euch nur eine Sache kurz zeigen. Marius hat angefangen, diese Kästen zu bauen. Wie besprochen aus dem Ruhe-Profil. Mhm, genau. Einfach bei eBay bestellt, passende Maßen fertig. Ja. An der Seite musstest du den ein bisschen aussparen, da wo der Peilstab ist. Genau, Peilstab, Lichtmaschine, den wir gleich mal einbinden. Bevor du diesen Kasten jetzt final dran schweißt, wolltest du es aber noch einmal Probe montieren, um wirklich zu gucken, ob es alles sitzt. Genau, und dann nehmen wir sie nochmal ab und schweißen es auch nochmal von innen. Aber wollte echt von innen schweißen, oder? Du willst es. Okay. Wir haben es gelernt, Leute. Ich glaube, ja, wir schweißen es noch von innen. Mhm. Ja, und dann kannst du losgehen. Der Part eigentlich soweit fertig, genau. So, was extrem geil natürlich schon wieder aussieht, ist dieser fette Dash 20 da, ne? Den wolltest du ja unbedingt da haben. Genau, da habe ich meinen Willen durchgesetzt. Hast du, zeig mal das Fitting hier so einmal. Ja, das Fitting ist jetzt schon zerlegt. Das ist ja egal, nur so, dass man mal so... Weil das wird schon gut... Das wird am Ende schon gut steif hier alles so, ne? Ja. Aber meinst du, das geht ja? Wird auf jeden Fall männlich aussehen. Das war auch rein optischer Grund. Ich weiß, dass ich jedes Mal beim Zerlegen fluchen werde. Heulen werde. Aber, ja. Ja, weil man muss nämlich bei Dash 20 ist wirklich, wenn man das nicht perfekt gerade ansetzt, ne, gerade diese Alugewinde immer ist toll. Ja. Hier wart ihr schon fleißig und habt dieses schöne Wasserrohr gebastelt, ne? Genau, das kannst du sonst auch einfach mal rausziehen. Das heißt, das hatten wir ja schon gesagt, das Wasser kommt aus dem Kopf und geht durch dieses Rohr in den Flansch, der auch aus dem Kopf kommt. Der ist jetzt gerade noch nicht dran, der ist hier hinten. Genau. So, das heißt, der kommt so an den Kopf, hier kommt das Rohr. Genau. Ich persönlich finde diese Lösung extrem geil mit diesen beiden weiblichen Verbindern. Das heißt, hier kommt jetzt auch einfach ein Dash-Fitting dran. Und dann könnt ihr das so aneinander schrauben. Genau, den noch ein bisschen kürzen und dann das muss gleich im Auto einpassen. Kannst es dementsprechend fair drehen. Mhm. Man kann es relativ einfach montieren mit den beiden Drehausgleichen. Ne? Und falls mal irgendwie was ist und du doch halt eine Dashleitung drauf gehen willst, wie auch immer, geht das auch. Ne? Ja. Und was ich extrem sexy finde, ist, da das Wasser von hier kommt, dass ihr da so einen schönen Bogen reingesetzt habt. Ja, weil ich wusste, sonst schläfst du wieder schlecht. Wird wieder gemeckert. Nein, aber so, jetzt kommt quasi einmal Wasser aus dem Kopf und einmal nochmal Wasser aus dem Kopf. Und das geht dann zusammen hier rein und zum Kühler. Genau. Ganz schön. Ja, plus hier vorne nehmen wir dann jetzt Druck und Temperatur ab, hatten wir ja schon gesagt. Genau. Und ja. Jetzt gibt es nochmal einen kleinen Sahara-Trick. Und zwar ganz viele, ich kenne das ja bei uns,
es ist mal wieder Not so ungefähr. Das heißt, wir haben aktuell gerade auf Lager keinen schönen Anschweißgewindeadapter. Anschweißgewindeadapter? Anschweißfitting? Anschweißgewinde? Wie auch immer, scheißegal. Gewinde, was man. Gewinde zum Anschweißen. da wir das gerade aber nicht haben, muss man sich natürlich in dem Moment selbst helfen. Das heißt, wir nehmen einfach einen Adapter, wo wir den Rest von weggesäbelt haben. Jetzt muss das da dran. Damit Herr Watson hier aber nicht tränende Augen bekommt, muss diese Eloxierungsschicht runter. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir nehmen einfach nur kochendes Wasser. Mach das nochmal an. Wichtig ist, so heiß wie möglich, weil wir haben ja von Herrn Schwan gelernt, 10 Grad mehr Temperatur. Verdoppelt die chemische Power von der Wirkung. Dann kippen wir einfach nur das Wasser, ich glaube, das ist noch warm, hier rein, zusammen mit so ein bisschen Abflussreiniger. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein. Ihr könnt den nehmen oder den nehmen, das ist ziemlich egal. Und das geht dann wirklich ratzfatz und die Schicht ist einfach runter. Und deswegen, Vorführeffekt, mal gucken, ob das so funktioniert. Wie viel? Ja, mach einfach mal. Ja, wird schon reichen. Jetzt? Rein? Ja. Ah, da steht sie jetzt top auf und guckt, Alter. Das kannst du wieder gut sehen, ne? So, jetzt ist die Schwierigkeit, den richtigen Moment abzuwarten, weil irgendwann ist es nicht mehr blank, sondern fängt an schwarz zu werden. Natürlich sollte man das Ganze jetzt hier nicht so krass einatmen, weil ihr seht ja, da tut sich was. Aber jetzt müssen wir einfach mal mit der Zange. Woher hast du diesen Trick? Jetzt keiner vorbereitet, dass du den Ja. Siehst du? Zack! Ah, das ist geisterkrank. Das ist krass, ne? Also das hat wirklich den Namen Sahara-Trick aus den Grip Originals verdient. So, und ich kann euch sagen, das lässt sich jetzt auch gleich richtig gut schweißen. Wie oft hast du Chlorreiniger an Sahara? Wie oft habe ich kochendes Wasser da? Aber das wirst du wahrscheinlich eher kriegen als den Rohrreiniger. Nee, also das ist wirklich top. Kann ich immer nur empfehlen. Wenn ihr irgendwelche eloxierten Teile habt, kochendes Wasser und gib ihm. Ja, wir lassen das jetzt so lange drin, bis das schön blank ist. Und dann könnt ihr beiden noch ein bisschen schweißen. Genau. Und ja, wir bauen erstmal kurz alles ab, dann können wir euch nochmal die Kästen zeigen. Und ich passe hier so lange auf. Mittlerweile ist mir dieses Paket auch echt ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Also wenn ich mal irgendwo gegenfahre, traue ich am meisten um dieses Paket. Weil da sind jetzt ja bald auch schon wieder so viele Stunden drin, ja, wie beim Golf 3 in dem Paket also auch. Vor der Messe, nach der Messe, jetzt vor der Saison, vielleicht Saison. So, der Halter gefällt mir auf jeden Fall, das sieht schön massiv aus, ne? Genau, das ist noch beste Verwertung. Das Stück, dieser Halter. Ja, aber das ist irgendwie. Und ich finde das ja auch cool, wenn du alles in einem Teil abnehmen kannst und anschickst. Ne? Das spart dir diese ganze Fummelei und so weiter. Hier unten kein Dash-Fitting. Das wäre da unten mit der Pumpe definitiv viel zu eng geworden. Ja, plus, und auch viel zu stark. Genau, du willst das ein bisschen flexibler. So kann das noch so ein bisschen arbeiten. Ne? Ja, Lüfter auch Maximum. Mehr geht der da definitiv. Nee, da ist jetzt drauf. So Ende. Auch Richtung Lichtmaschine, Brücke, also mehr. Das ist schon. Ja, wirklich. Jetzt kann man da eventuell noch ein Blech machen. Kann man sich drüber streiten. Wir werden es so aber erstmal testen. Ich würde es auch erstmal so zusammen. Das heißt, jetzt müsst ihr die Kästen final fertig machen und die Kästen dran schweißen. Mhm, genau. Und dann geht das ja schon so langsam in die richtige Richtung. Genau, hier ist jetzt. Das müssen wir am Ende erklären. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das machen wir, wenn das ganze System zusammen ist. Und ja, das ist die Aussparung genau für den Peilstab, was wir euch eben gezeigt hatten. Und ich finde das schon extrem. Genau. Extrem geil. Mehr wird es eigentlich auch nicht. Der Rest geht dann jetzt leider im Auto weiter. Wir haben schon mal so grob ausgerechnet, alleine nur der Kühler, ohne das Netz, nur die Kästen, ist schon über einen Liter mehr Kühlwasser. So, weil die Kästen jetzt einfach, wir haben sie auf Maximum gebaut. Wir haben die Kästen auf Maximum gebaut. Der Kühler ist tiefer. Das heißt, alleine hier ist ein Liter mehr Wasser drin. Und dann kommt noch das Netz dazu, welches sowohl tiefer als auch höher ist. Somit, ich denke mal, 2 Liter Kühlwasser werden das am Ende locker mehr. Genau. Ausgerechnet hatten wir um die 2 Liter, ja. Alles klar. Weiter geht's. So, Tom, jetzt bist du wieder dran. Aber guck dir das an. Ich bin da immer noch von begeistert, ne? Den wirst du echt nicht so schnell vergessen, ne?
So, es ist alles soweit durchgeschweißt. Ja. Ging das einigermaßen mit den Kästen an den Kühler, weil ja schon mal ein Kasten verschweißt war? Ja, Tom hat sich nicht beschwert. Aber ist eigentlich ganz cool geworden, ne? Ja, hat er sich Mühe gegeben. Muss man sagen. Das sieht doch eigentlich hier Taco aus. Ist jetzt zwar Naht an Naht, ne? Aber ja. Das Ding sieht natürlich mal männlich aus hier, ne? Ja. Man muss immer dazu sagen, diese Dashfittinge sehen immer riesig aus. Der eigentliche Durchmesser innen ist leider ja immer nicht ganz so groß. Ist jetzt immer noch ein Atömchen kleiner als der alte Schlauch. Mhm. Glaube ich aber, wird vollkommen egal sein, weil wir jetzt ja mit der Pumpe eh spielen können, wie schnell es fließt, nicht fließt, wie auch immer. Ne? Ja. So. So, das heißt, der ist ready. Genau. So, bevor das Ganze jetzt das erste Mal laufen wird, wollen wir euch nur noch mal einmal kurz den ganzen Kreislauf erklären. Wie anfangs schon besprochen, haben wir hier die Pumpe. Die saugt direkt aus dem Kühler. Der Kühler wird diagonal durchströmt. Besser geht nicht. Dann habt ihr hier so ein wunderschönes 38er Alurohr durchgezingelt. Ja, ist ein bisschen sportlich am Peilstab und sowas. Also größer wäre nicht gegangen. Ist okay so. Dann drückt das Wasser durch den Motor und kommt anschließend seitlich einmal hier aus diesem schön gefrästen Flansch, wo jetzt hier auch das Dash 20 drauf ist. Und zusätzlich kommt es oben aus dem Kopf an der höchsten Stelle den Abgang zu dem Kühlwasserbehälter und genauso hier nochmal den Rücklauf vom Turbolader, sprich die Wasserkühlung. Wasserbehälter ist auch ein neuer, der ist jetzt ein bisschen kleiner. Genau, ist eigentlich konträr zu dem, was wir vorhatten, aber ist optisch cooler und ich hoffe mal, dass er reicht, weil wir jetzt auch sichergestellt haben, dass der Deckel zu 1000% genau zum Behälter passt, beim richtigen Druck ablässt und so weiter. Für diesen Behälter gibt es nämlich Deckel, die erst bei 1,6 bar Systemdruck aufgehen. Deswegen. Den Ausgleichsschlauch, ich nenne ihn jetzt mal einfach so, den hat Marius wunderschön hier hinten rumgelegt und der kommt hier unten raus und geht wirklich am tiefsten Punkt an den Wasserkühler. So, das heißt, wenn die Pumpe mal in Anführungsstrichen nicht genug Wasser aus dem Kühler saugen kann, dann kann sie jetzt einfach oben aus dem Ausgleichsbehälter saugen. Also ich glaube, das System ist jetzt schon wirklich annähernd optimal ausgelegt, ne? Wir werden sehen. Man muss dazu sagen, nicht für ein Alltagsauto, ne? Sondern ja, für uns zählt nur eine einzige Sache, das Ding soll einfach nur maximal kühlen. Und wenn am Ende hier 60 Grad rauskommen, dann kommen hier 60 Grad raus. Dann ist es so. Dann ist das so, ne? So, jetzt haben wir uns noch einen Punkt angeguckt. Bei V6 Motoren ist ja bekannt, dass der hinterste Zylinder, also der erste Zylinder, das ist in dem Fall dieser, dass der immer am schnellsten kaputt geht. Könnte daran liegen, dass das Wasser durch den Motor von hier hochgedrückt wird und es kann nur an zwei Stellen wieder raus. Einmal hier, einmal hier. So, das heißt, das gesamte Wasser muss einmal durch den ganzen Block, durch den ganzen Kopf, bis es dann raus kann. Und man ist sich nicht sicher, beziehungsweise wir sind uns nicht sicher, ob dann wirklich die letzte Ecke hinter dem ersten Zylinder vollständig umströmt wird oder ob hier vielleicht eine Luftblase entsteht, ein Hitzenest entsteht, wie auch immer. Fakt ist, jeder, der so einen VR-Motor schon mal gesprengt hat, hatte immer den ersten Zylinder. Ne? Ja. Der fängt immer als erstes an zu klopfen, der läuft heißer und so weiter. Und deswegen kommt jetzt nämlich noch den letzten Step, weswegen wir jetzt gerade noch kein Wasser auffüllen können. Und zwar haben wir uns überlegt, wir nehmen seitlich diesen Froststopfen raus und da wolltest du ein Dashfitting drauflöten. Ja, genau. Dashfitting drauflöten und dann durchspülen wir den Kopf quasi nämlich an der Stelle auch noch. Das heißt, das Wasser, was von der Wasserpumpe hochgedrückt wird, kann sowohl hier gleich raus, kann hinten raus und kann quer raus. Genau. Also das wird nicht groß werden, ne? Aber so 6 oder 8 irgendwie. Ja, aber so, das, wo das da raus kann halt. Ne? Genau. Das heißt, ein Druckverlust oder so wird auch nicht entstehen. Aber das Wasser kann auch noch an der Seite aus dem Kopf. Ist ein Versuch. Wir können es ja jetzt zum Glück perfekt messen. Wenn wir feststellen, bringt nichts oder das Wasser kommt da schon mit 100 Grad raus, ne? Dann haben wir auf jeden Fall wieder was dazu gelernt. Ne? Fakt ist, oder wir brechen es trotzdem weg, dann lag es daran nicht. Fakt ist, wenn man hier auf jeden Fall reinguckt, hier ist sonst der Froststopfen drauf, ja, dann wird schon gut Wasser rauskommen. So, ne? Und wenn man sich überlegt, angenommen wir sind jetzt Wasser und müssen von hier aus nochmal quer durch den ganzen heißen Kopf, ne? Würde ich auch lieber da raus wollen. Ja. Deswegen kann das auf jeden Fall nicht schaden. Versuch ist auf jeden Fall wert, ja. Ja, bist du zufrieden? Ja, bin lang schon. Es wird zwar alles irgendwie immer enger und immer voller. Aber das ist aber doch jetzt gegenüber vorher auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv besser geworden. Das hier vorne war alles so ein bisschen eng, aber
Ja, ich bin gespannt auf den ersten Lauf. Weil das ist jetzt ja ein richtig schönes Wasserrohr hier. Genau. Ich muss noch mal kurz erwähnen, die Strebe ist noch nicht fertig. Nicht, dass da wieder angezweifelt wird, ob sie stabil genug ist. Da werden noch Knotenbleche rein und noch ein Flakstall drunter. Das kommt jetzt als nächstes. Das kommt als nächstes, ne? Ja, okay, cool. Also Thema Wasserkreislauf somit abgeschlossen. Ich überlege, ob wir gerade noch irgendeine Raffinesse vergessen haben, aber eigentlich nö. Nee, Heizung gibt's gar nicht mehr. Genau, Heizung ist weg. Hier unten. Achso, ja genau, Thema Ölkühler. Wir haben uns jetzt erstmal entschlossen, weil es nie Probleme gab und wir auch so ein bisschen der Meinung sind, dass ein Motor nur viel zu viel Öltemperatur kriegt, wenn er entweder stundenlang Volllast fährt, was hier erstmal egal ist, oder der Motor an sich einfach schon viel zu heiß ist. Klar, wenn ihr natürlich einen Motor habt mit 110 Grad Wassertemperatur, wird das Öl, weil das Öl in dem Block steht unten, natürlich auch so heiß. Ja. Wenn so ein Motor aber mit 60, 70, 80 Grad Wassertemperatur läuft, dann glaube ich, braucht man eigentlich fast gar keinen Ölkühler, zumindest nicht für die Zwecke, die wir so machen. Ne? Wir werden es testen. Ne? Und genau deswegen haben wir jetzt einfach der Einfachheit halber den originalen Wärmetauscher drin gelassen. Der kriegt jetzt ganz normal aus dem Block kaltes Wasser. Das Wasser geht allerdings, das ist anders gegenüber Original, selbst das Wasser hier geht hinter den Kopf. Das heißt, egal welches Wasser jetzt aus dem Motor kommt, es muss immer durch den Kühler. Es gibt keinen kurzen Kreislauf mehr, es muss immer gekühlt werden. Und wir gucken uns lieber erstmal an, wie die Öltemperatur so ist. Ne? Mhm. Und dann kann man immer noch Ölkühler. Genau, original wäre hier so ein Kunststoffrohr gewesen, wo das warme Wasser dann reinfließt und die Pumpe es direkt wieder angesaugt hätte. Genau. Ohne Kühler. Ohne ja. Kühler, ne. So wird jetzt alles gekühlt. Ich persönlich würde es auch auf jeden Fall so erstmal testen, weil bevor du jetzt hier wieder noch so einen Ölkühler drauf schweißt und so. Ne? Kann man dann immer noch mal machen. Aber genau, wenn es nicht notwendig ist, dann muss er nicht sein. Ne? Ach, und keine Angst, die blauen Schläuche werden natürlich noch gegen schwarze. Getauscht. Ich zerschneide mal lieber erst die blauen. So viel zum Thema Kühlkreislauf VR6 Turbo. Ja. Wieder kleine Baustelle in kürzester Zeit abgearbeitet, ne? Waren wir so ein paar Stunden. Das jetzt schon ziemlich. Also die Servopumpe war einfacher. Ja, ich wollte gerade sagen, das waren wieder, auch wenn es im Video kurz aussieht, das waren wieder etliche Abende. Aber du bist ja immer höchstgradig motiviert, das schnellstmöglich umzusetzen. Ja, das macht ja auch Spaß. Aber ich denke, so eine Woche intensiv hat es schon jetzt gedauert, ne? Ja. Weil wir immer noch die Hoffnung haben, 16.05. soll ja das erste Race 1000 stattfinden. Mal gucken, ob es stattfindet, falls es stattfindet. Und der Prüfstand überstanden ist. Und der Prüfstand. Und er heile vom Prüfstand wieder runterfährt, wovon ich eigentlich ausgehe. Dann werden wir, du, da auf jeden Fall am Start sein. Ja, so viel zum Thema VR6. Wir sind gespannt. Im nächsten Video seht ihr auf jeden Fall, wie kalt der Motor ist. Warum nicht? Ciao.